Und weiter geht's. Willkommen zurück zu Let's Play Anno 1800. Ja, das war mein Statement. Ganz ehrlich, ich bin echt groggy. Also dieses Spiel ist so umfangreich, bietet so viel, wir müssen so viel machen. Ich meine, ich bin froh, dass wir die Expedition jetzt überstanden haben. Die war ja doch nicht so einfach. Gehen nochmal in die alte Welt. Werden uns dann auch gleich der nächsten Expedition anschließen, nachdem wir dann vielleicht das eine oder andere noch abgeladen haben. Schön, dass Hans Eichendorf wieder bei uns ist, der Meister der Logistik. Freut mich sehr. Der Kanonier, der kriegt nicht mal einen Namen. Alles gut. So, das schmeiße ich über Bord, das nimmst du mit. Du bist die Ringelblume. Die Ringelblume geht jetzt nämlich zur nächsten Expedition. Und zwar zoologisch, auf den Spuren ihrer Majestät. Nö, machen wir noch mal eine zoologische. Wir könnten auch Piratenjagd machen. Immerhin haben wir ja schon mit der Ringelblume das ein oder andere bekommen. Was wir allerdings dadurch kriegen und was wir dadurch freischalten, das weiß ich nicht. Es ist ein gutes Schiff, ein gutes Kampfschiff und könnte sich in der Piratenjagd als sehr wertvoll erweisen. Aber ich weiß nicht, was wir da kriegen. Deswegen machen wir das jetzt einfach mal. Ich habe noch nie eine Piratenjagd gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir kriegen dadurch Piratenschätze. Aha. Hilft mir jetzt überhaupt nicht. Schiff zuweisen. Die Ringelblume, wo ist sie denn? Da. Die ist schon sehr glücklich. Wir haben schon Rationen, ganz klar. Und natürlich auch die Redegabe durch den Sekt. Gefechtskunde ist wichtig, das erfüllt schon das Schiff. Kampfkraft und Jagdglück sind noch die Dinge, die wir mitnehmen müssen. Und die sich in unserem Schiff richtig gut machen. Gefechtskunde ist zwar überall gegeben, aber Kampfkraft ist so ein bisschen, ja, könnte besser sein, sagen wir es mal so. Hier haben wir auch nochmal ordentlich Kampfkraft, dank ihr. Und dann bräuchten wir noch irgendwas für Jagdglück. Aber Jagdglück haben wir so jetzt nicht bei den Schiffsdingen mit bei, ist klar. Dafür müssen wir wahrscheinlich dann auch zu den Handelskammer-Items gehen. Wir haben doch bestimmt einen Jäger oder sowas. Hier ist noch einer mit Kampfkraft. Steinhauer. Bringen die hier was? Nee, natürlich nicht. Ihr habt auch nur Heilkunst. Heilkunst ist zwar nett, aber ich brauche Jagdglück. Da haben wir noch jemanden, eine Fischerin. Dann kommt die mit. So, dann haben wir wenigstens ein bisschen Jagdglück. Und wir nehmen noch irgendwas mit Jagdglück zusätzlich mit. Hier, guck mal, Pelze. 5. Machen wir mal 10 draus. Und dann können wir noch irgendwelche anderen Dinge einladen, die für das Schiff dann auch noch Gefechtskunde bringen oder Kampfkraft, Navigation. Navigation haben wir auch schon sehr gut mit dabei. Dann kommst du mit. Redegabe ist nicht ganz so wichtig, aber hier auch nochmal Gefechtskunst. Warte mal, Redegabe haben wir sonst nur durch das. Dann nehmen wir dich doch nochmal mit. Wir haben nichts mit, was irgendwie Glauben betrifft. Glauben ist gar nicht mit dabei, brauchen wir aber offensichtlich auch nicht. Und damit segeln wir los auf Piratenjagd. Und ich bin sehr gespannt, was wir dadurch bekommen. Tschüssikowski. Hi. Und wir bauen noch ein weiteres Frachtschiff, das wir gut gebrauchen können. Außerdem gucken wir uns jetzt mal die Waren an, wie sie hier aussehen auf dieser Insel mit Eisen. Eisen müsste ja jetzt stark runtergehen. Wir sind bei Waren, ne? Wo sind meine Eisenwaren? Ach so, das waren die Grundbedürfnisse, deswegen habe ich die nicht gesehen. Baumaterial, Rohmaterial. Eisen 642. Wunderbar, perfekt. Alles gut. Haben wir genug da. Quarzsand wird jetzt auch mehr hergestellt. Die Piranha ist unter Beschuss. Ach, da hat sich ein Schiff durchgemogelt. Ja gut, das kann passieren. Habt ihr die Waren schon abgeladen? Nein, habt ihr nicht. Das werden wir jetzt erstmal machen. Sie haben jedes Recht, vorsichtig zu sein. Das denke ich auch. Den Flammenwerfer werde ich erstmal ablegen. Und dann stellen wir uns hier wieder so ein bisschen in den Weg, denn sie hat schon wieder einige Schiffe, die durch die Gegend cruisen. Das gefällt mir gar nicht. Insbesondere, wenn sie sich dann darum kümmern kann, dass sie weitere Waren kriegt, dann wird sie wieder stärker und das will ich nicht. Ein Geschenk, 20 Kartoffeln, ja, danke. Was sie auch tun, machen sie bloß weiter so. Natürlich, immer wieder. Immer weiter, munter und heiter. So, diese Insel hat Kakao. Kakao. Das erinnert mich an Anno 1602. Ihnen fehlt Kakao. Der war cool. Der war echt cool, derjenige, der das gesprochen hat. So, aber diese Insel, die will ich jetzt noch weiter einnehmen. Ich weiß, was du willst.
Die werden wir auch schon mal so ein bisschen aufkaufen. Du hast wohl vergessen zu fragen. Ich muss nicht fragen. Dich muss ich garantiert nicht fragen. So viel ist sicher. Und hier können wir jetzt so langsam damit anfangen, dann auch die jeweiligen Gegebenheiten mit unterzubringen. Das heißt, erst einmal für Holz zu sorgen. Steine können wir hier auch direkt produzieren. Und dann kümmern wir uns erst einmal um die Leute an sich. Hier wird dann hauptsächlich die Produktion stattfinden. Hier werden die Leute wohnen, weil wir hier eben mehr Platz haben. Das wird schon. So, Holz. Bitte einmal ein. Einen Holzfäller hier, einen Holzfäller da. Straße noch mit dran. So, hätte ich eigentlich näher noch an den Konto bauen können, dann hätten sie nicht so weit fahren müssen. Aber ist egal, kriegen sie schon hin. Die beiden produzieren jetzt schon mal Holz. Da haben wir dann unsere Ruhe. Dann brauchen wir die Fischölfabrik später. Jetzt kümmern wir uns erst einmal um nichts, weil wir nämlich kein Holz haben. Dann machen wir gleich nochmal Holz. Das dürfte dann auch für eine ganze Weile vorreichen. So, viel Spaß. Okay, dauert jetzt ein bisschen. Wir können nicht einmal für Ziegel sorgen, denn wir können nicht mal eine Lehmgrube bauen. Verdammt, das gibt's doch nicht. Also dadurch, dass Beryl uns die Inselanteile in der alten Welt wieder zurückgekauft hat, hier, haben wir sehr viel Geld bekommen, um ihre anderen Inseln aufzukaufen. Das ist sehr praktisch. Hier liegt irgendwas. Wir hatten da was hingelegt. Nimm das mal kurz mit. Ach, die Kartoffeln. Oh Gott. Ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Was sagt denn deine Handelsroute? Du sollst auch Felle hin und her bringen. Ja, Felle haben wir immer noch zu wenig. Das gebe ich offen und ehrlich zu. So, raus damit und weitermachen. Lass dich von mir nicht ablenken. Und auch nicht ablecken. Ihr beide seid wieder fit, stellt euch hier wieder hin. Fahrt dann den ganzen Schiffen hinterher, die versuchen immer noch Handel zu treiben. Wenn ich irgendwann wieder da bin, will ich richtig viel Rumsbums aus die Maus sehen und dann will ich hier die gute Beryl O'Mara auch irgendwann mal unter Druck setzen. Wir werden immer mehr Schlachtkreuzer bauen, wir werden immer mehr Linienschiffe haben und wir werden natürlich auch mit dem Monitor durch die Gegend fahren und irgendwann ihre Insel komplett erobern. Es dauert allerdings noch, wir erobern sie im Sturm. Zack. Wir sind jetzt hier auf dieser Insel, aber die ist nicht so wichtig wie diese hier. Denn da wollen wir natürlich erst einmal die Hummer fertig machen, die dann mit einem Schiff in eine Handelsroute immer nach unten gebracht werden. Dadurch, dass wir nur die gute Beryl hier haben, wird sie sich wahrscheinlich nicht großartig um uns kümmern. Schön, ihr seid unterwegs, toll. Da werden wir die Handelsroute einrichten. Du wirst von hier nach da fahren. Und Waren in Waves Hope laden. Baumaterial, Rohmaterial, die alte Welt, die neue Welt, NBSA. So, und dort wirst du Hummer laden und wirst sie dort wieder abladen. Dann können wir nämlich die Hummer dort drüben kochen, fertig machen. Hummersuppe, lecker. Mm. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ah ja, sehr schön. Gut, die Handelsroute ist eingestellt, beziehungsweise eingeteilt. Dann kann das Schiff jetzt loslegen und wir gehen wieder in die alte Welt. Denn dort haben wir jetzt wieder weitere Waren und sogar noch jemanden, der uns ein Geschenk geben möchte. Das ist aber lieb von euch. Da sind sie. Diese Sache hier, ich erwarte hohe Qualitätsstandards. Fotografieren Sie Investoren. Okay. Tada, hohe Qualität. Vom Tellerwäscher zum Millionär. Erfolg. Genau, was der Arzt mir verordnet hat. Minus 40% Aufstandsgefahr. Das sind immer nur so eine Zurzeit-Items. Das ist nichts Besonderes. Egal. Wir liefern jetzt erstmal das hier alles ab und gucken mal, ob wir das noch irgendwo unterbringen können und ob es uns wirklich dann auch einen gewissen Vorteil verschafft. Also ich denke, dass die Farnpflanze, ich wollte Hanfpflanze sagen, uns auf jeden Fall im Botanischen Garten einen großen Dienst erweist. Da gehen wir mal ganz kurz auf die Pflanzen und gucken mal. Wir haben jetzt schon von Sargasso See den Strandflieder. Wir haben von Subalpin Schnee-Eukalyptus. Wir haben den Metaxia-Farn. Die Holy Moly, die ist hier gar nicht irgendwie untergebracht. Die ist einfach nur super schön, aber bringt uns nichts
um das hier irgendwie zu ergänzen. Ist natürlich sehr interessant. Wozu habe ich die Holy Moly denn geholt? Holy Moly, ist das doof. Ja. Guck mal hier. Eine Sammlung gigantischer, bunter, teilweise essbarer Pflanzen aus der neuen Welt. Diese ungewöhnliche Sammlung könnte in ihrer Bevölkerung ein Interesse an Obstanbau wecken. Oh Gott, ich hoffe nicht, dass die dann irgendwie... Obwohl, wir wollen ja sowieso Marmelade kochen, ne? Anden, eine kleine Sammlung von Pflanzen, die in den trockenen Gebirgen der neuen Welt überleben. Pflanzen aus den Anden haben die Fähigkeit, viel Wasser zu speichern. Sie zu studieren könnte ihrer Bevölkerung dabei helfen, landwirtschaftliche Prozesse bezüglich dieser Pflanzen zu perfektionieren. Ich hoffe, dass wir dadurch dann einen Produktionsüberfluss bekommen. Durch all diese Dinge, die wir hier mit bei haben. Das wäre sehr interessant, das wäre sehr spannend. Artefakte. Ich habe es mir schon gedacht, die Aureus-Münze haben wir bereits. Also die brauchen wir nicht mit einzubringen. Und wenn wir jetzt mal so durchgucken, haben wir wirklich nicht viel, was im Museum auch echt etwas abstützt. Bei den Tieren ähnlich. Wir haben den Papagei schon, das habe ich mir schon gedacht. Da haben wir auch bei den Nutztieren nur das Hausschwein. Die Möwe ist kein Nutztier, die Katze auch nicht. Das ist eine Hauskatze, eine gewöhnliche. Die bringen uns nicht viel. Die haben wir jetzt zwar so drin, aber vielleicht werde ich die irgendwann austauschen, dann gegen Tiere, die wir aus den anderen Welten dann auch bekommen. Dafür müssen wir aber noch ein paar Expeditionen machen, gegebenenfalls bei Madame Kahina was kaufen oder auch in Enbesa dann dem einen oder anderen was abnehmen. Das wäre noch praktisch. Ansonsten abwarten, Tee trinken. Bereit zum Einsatz. Ja, der Schlachtkreuzer, der legt noch ein bisschen was ab. Den Sekt fährst du mal bitte zu dieser Insel und nimmst mal noch ein paar Kanonen mit. Die bringen wir dann runter nach Enbesa. Ich hoffe, dass wir dort irgendwann Kanonentürme bauen dürfen. Ich weiß ja nicht, wie lange sowas dauert. Du hast schon mal den Hummer dabei. Das heißt, wir können hier dann später auch mit der Produktion des Essens beginnen. So wie der Herr vorhergesehen, so wird das Land seines Volkes erbaut. Da haben wir Tonpfeifen. Ah, ein neues, wunderbares Handelsschiff. Das wir für die Handelsroute nutzen wollten. Genau, so war das. Das bedeutet, oh, jetzt muss ich die erstmal wieder raussuchen. Aber warte mal, die Handelsroute haben wir doch durch. Die habe ich doch schon überarbeitet, oder nicht? Ja klar, mit der Teeknospe. Okay, dann kommt die auf jeden Fall bald wieder, wird dann auch die Waren wie Schokolade und so entladen. Theoretisch könnten wir uns dann sogar weitere Investoren leisten, aber dann müsste ich nochmal gucken, wie hier der Abfall der Produktion aussieht. Denn im Moment geht's noch, aber ich möchte nichts darauf beschwören, denn Pelzmäntel gehen schon wieder runter. Aber es fehlen eben nur Felle und Felle könnten wir jetzt auch hier... sowieso produzieren. Ich will sterben, aber nicht heute. 22.000 ist aber ein sehr nettes Angebot von dir. Dafür, dass du ursprünglich mal über 100.000 haben wolltest. Ja, unsere Macht ist immer größer und je mehr militärische Stärke wir beweisen, desto weniger sind natürlich die Piraten erpicht darauf, mit uns irgendwie Krieg zu führen. Das ist ganz normal. Die wollen sich selber am liebsten wieder stärken und alles wieder schön machen. Aber da können sie noch eine ganze Weile warten, bis das der Fall ist. Wir bauen hier jetzt noch ein paar Felle an Jagdhütten. Gegebenenfalls können wir dann irgendwann mal auch hier eine Handwerkskammer errichten. Und ich könnte hier eigentlich dafür sorgen, die machen ja selber Steine, ne? Dass wir hier überall Steinstraßen haben. Das wäre für alle optimal. Wo haben wir denn hier die Steine? Also ein Lehmvorkommen gibt's. Ich glaube, das ist hier drüben ja hier. Gut, dann bauen wir jetzt hier alles aus. Sichert uns vielleicht auch noch ein zusätzliches Einkommen, wenn auch nicht doll. Aber die Leute haben ja dann auch wieder bessere Verbindungen zu allem. Na, läuft doch. So, dann sind die auch schneller
bei den einzelnen Produktionen könnt ihr schneller im Lagerhaus abladen. Dann können wir demnächst nur noch mit Steinstraßen arbeiten. Ich denke, dass die das schnell wieder ran produziert kriegen, was wir jetzt hier ausgegeben haben. Oh, das war dumm. Ich muss das nochmal abreißen. Hoffentlich kriege ich die Steine wieder. Jo. War ja jetzt nicht so ein großer Verlust. Außerdem können wir dann das Krankenhaus auch besser überall mit einbinden. Das ist hervorragend. Dann hat nämlich das Krankenhaus wirklich auch Zugriff bis hier hinten und wir müssten im Prinzip ein neues Krankenhaus demnächst bauen. Das werde ich aber so schnell nicht machen. So ist gut. Okay, unsere Steine verlassen uns langsam, aber wir haben es doch, denke ich mal, relativ gut ausgebaut. Sodass dann auch die Feuerwehr überall hinkommt und es überhaupt keine Probleme geben wird. Wir haben drei Feuerwehren, die auf alles aufpassen. Die eine kann sogar bis hier hinten laufen. Alle Dude. Dann kommen wir zu euch. Ihr habt ja jetzt aktuell keine Steine, wenn ich das richtig sehe. Bei euch gibt es so etwas nicht. Dennoch haben wir die Steine genutzt, um euch das ein oder andere zu präsentieren. Ihr seid soweit glücklich. Ihr seid jetzt wirklich nur damit beschäftigt, euch selber zu versorgen. Bis wir Bier haben, dann versorgt ihr auch andere. Schnaps geht nach oben, Fisch geht nach oben. Klamotten sind noch okay, da muss ich auf jeden Fall ein Auge drauf werfen. Und auch Seife und Wurst geht nach oben. Das heißt, wir können uns jetzt in Ruhe um die... Boah, wir haben noch genügend Bauern und Arbeiter, das ist okay, wir könnten die sogar aufstufen. Wir können uns jetzt in Ruhe um Bier kümmern. Denn hier kann man Hanf... Nicht Hanf, Hopfen. Was habe ich denn immer mit Hanf? So, zack. Hopfen bauen wir mit auf. Hopfen Nummer 1, Hopfen Nummer 2. Wir brauchen für 1,30 eine Minute. Sehr viele Hopfenfarmen. Da machen wir mal drei Stück fertig. Oh, fehlt noch was? So. Ja, besser. Okay, drei Stück haben wir. Dann brauchen wir die Getreidefarmen. Die machen das Ganze in einer Minute. Im Prinzip genauso schnell wie die Brauerei. Das heißt, ich kann die gleiche Produktionsgeschwindigkeit dann auch für das Bier benutzen. Wird schon wieder irgendwo gekämpft. Hol mal das Zeug. Das schwimmt da sonst so einsam und verlassen rum. Und du lieferst hier noch den Stahl ab. Deswegen warst du hier, dass du dann endlich mal entladen werden kannst. Du bist mittlerweile auch hier. Alle wollen sie irgendwas entladen. Ja, geht ja nicht anders. Nicht mal Stahl kann entladen werden. Ach, verdammt. Na gut, passiert. Vielleicht können wir die Stahlträger irgendwann runterbringen. Die werden hier garantiert auch irgendwann gebraucht. Wir kümmern uns erstmal weiter um die Bierproduktion, dass das hier aufwärts geht. Und nehmen wieder eine Farm. Konkurrenten haben einen Friedensvertrag unterzeichnet. Frieden mit Jean Lafortune? Euer Ernst? Prinzessin Xing, ich bin ein bisschen beleidigt. Aber vielleicht will er auch mit mir Frieden. Wir sind ja immerhin, ich sag mal, gute Freunde. Ich sehe, Sie haben verstanden. Ja. Das geht ja aufwärts. Bringt ein Lagerhaus. Erstmal brauche ich eine Melzerei. Die macht das Ganze in 30 Sekunden und dann brauchen wir die Bierbrauereien. Und jetzt können wir in Ruhe das Lagerhaus bauen, gegebenenfalls hier nochmal irgendwann eine Handwerkskammer mit hinpacken und dann hier auch nochmal alles vollballern mit Bier, sodass wir dann wirklich alle Inseln auf einmal versorgen können. Wir werden dann ein Schiff von hier nach da fahren lassen, brauchen dann die Fregatte. Die hat ja sonst nichts zu tun, die kann ja dann hier die ganze Zeit hin und her düsen.
Das ist okay. Ich hoffe bloß nicht, dass sie links rumfährt, sondern rechts rum, denn hier könnte es sehr gefährlich werden, an Beryls Insel vorbeizufahren. Ist uns alles gut bei dir? Ja. Kauf mir doch noch mal einen Inselanteil ab. Apropos, ich glaube, ich werde mal in der neuen Welt gucken. Wir dürften, glaube ich, schon wieder, ne? Ja. Ach. Dankeschön. Für 2 weitere Inselanteile. Du hast wohl vergessen zu fragen. Und damit der Übermacht hier in der neuen Welt. Du darfst mir gerne noch einen Inselanteil in der alten Welt abkaufen, dann kaufe ich dir die restlichen Inseln hier ab. Willst du also spielen? Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Und hier haben wir jetzt auch endlich genug Holz, um das ein oder andere fertig bauen zu dürfen. Roddelkoddel hat alles aufgekauft, so sieht's aus. Obreros, erst einmal Ziegel sowie Ziegelsteine. Und ein weiteres Lagerhaus, wo die das mit reinbringen dürfen. Und jetzt können wir uns in Ruhe darum kümmern, dass wir erstmal die Jornaleros aufbauen und später dann auch die Obreros. Und dann können wir hier auch mit der Produktion verschiedener Waren beginnen. Kann ich den Schmuck eigentlich hier fertigen oder muss ich den drüben in der alten Welt machen? Ich muss ihn drüben machen, okay. Ja, gut, weil ich Gold hier nicht schmelzen kann, ich kann es nur abbauen. Hm. Klingt logisch. So. Einmal euch und einmal euch. Perfekt. Teil 1 steht, alles weitere kommt. Holz geht zwar ganz langsam runter, aber das ist okay. Taborim ist ein Fest vorbei, ist auch in Ordnung. Hier kriegen wir jetzt demnächst auch wieder mehr Geld, dadurch, dass wir wieder weitere Leute haben, die wir versorgen können. Ihr bekommt sogar eure eigenen gebackenen Bananen. Den Bananen darf ich hier anpflanzen, Gott sei Dank. 1, 2. Straße mit ran. Die Bananenfarmen, wo stelle ich die mit hin? Könnten hier oben stehen, das ist okay. So, hat auch wieder Holz gekostet, aber das Holz können wir uns leisten. Dann brauchen wir ein Lagerhaus, die Bananen an sich. Vorsicht, Chefe. Ja, der Chefe ist gut drauf. Gut, 30 Sekunden, 30 Sekunden, 30 Sekunden. Braucht alles immer 30 Sekunden. Ja, ich komme doch gleich. Geht los jetzt hier. Piraten! Ich kenne mich nicht so mit Menschen aus wie Sie. Die Entdeckung einiger sonderbarer Artefakte an Bord verängstigt die Mannschaft. Sie gurtet sich an Reling, Kistenbretter und sogar den Tisch. Ja, da ist wieder irgendwas, was den Leuten Angst macht und wir versuchen denen zu sagen, alles ist gut. Einer tritt vor und sagt, es sind nur Relikte meiner alten Mutter. Gut, haben wir geschafft, ab geht's. Die Geschichte kenne ich schon. So, die bekommen dann ihre gebackenen Bananen, dann brauchen sie als nächstes noch Rum. Rum kann ich hier nicht fertig machen. Den müsste ich im Prinzip hin und her transportieren. Das heißt, auf einer anderen Insel dann noch vielfältig produzieren. Werdet ihr nicht kriegen. Wir warten einfach, bis ihr größer seid, die Kapelle braucht und dann kriegt ihr die. Dann ist gut, dann müsst ihr damit leben. Das ist halt so. Wir können uns nicht um alles kümmern. Um sie vieles, haben ein neues Zwischenziel erreicht. Aber nicht um alles. Ihr kriegt Ponchos, ihr bekommt auch die Feuerwehr, dass die auf alles aufpasst. Bitteschön. Aber das war's dann auch. Da müsst ihr euch mit abfinden. Um Rumhandelsrouten kann ich mich irgendwann kümmern, wenn ich zu viel Zeit habe. Und schon haben wir keine Hölzer mehr, um das hier fertig zu bauen. Das ist ärgerlich. So, gebaut. Wunderbar, das bedeutet im Prinzip müssen wir jetzt nur noch dafür sorgen, dass hier dann die Produktion der Ponchos entsteht und hier wird es langsam immer ungemütlicher.
Jean Lafortune, was machen Sie hier in meinem Gebiet? Gehen Sie bitte woanders hin. Gehen Sie bitte weg. Ich mag das nicht. Gut, bauen wir erstmal weiter. Ganz gemütlich, munter und heiter. So, wir bauen eine Kirche. Die kostet allerdings 10 Bretter. Die haben wir im Moment nicht. Heißt, solange die hier jetzt erstmal wieder Ressourcenfarmen machen tun und wir auch langsam Steine rankriegen, das ist schön. Sie haben einen aktiven Partner eingebüßt, weil Sassenberg an Attraktivität verloren hat. Ja, das ist am Anfang natürlich ein bisschen ärgerlich. Das heißt, einer der Effekte ist weg. Schade eigentlich. Machen wir später dann wieder. Aber der wird sich ja dann wieder freischalten, hoffe ich mal. Da hat sich einer durchgewagt. Was ist denn hier los? Ich glaube, der weiß gar nicht, dass hier irgendwas ist. Was haben wir denn hier Schönes? Schau es dir mal an. Ungehorsam ist eine feine Sache. Rum. Bereit für den Einsatz. Ja, zu viel Rum kann ich natürlich immer gebrauchen. Die anderen Schiffe haben sich gerade verabschiedet. Und da kommt ein Linienschiff von Beryl O'Mara. Wo auch immer das hinfahren soll. Das ist äußerst unangenehm, dass es zwischen meinen Inseln entlang fährt. Ich hoffe, ihr ballert dann alle drauf. Leider habe ich hier in der Nähe kein Kriegsschiff. Dafür müsste ich das hier holen. Aber das beschützt den Hafen. Wir haben hier drei Kanonen. Oh, und es hat tatsächlich die Kanonen auf uns gerichtet. Es zielt direkt auf uns ab. Theoretisch müsste ich sogar rüberfahren und mich da verstecken. Denn ich glaube nicht, dass die Kanonen so weit kommen. Nee, sie haut wieder ab. Hat sie abgelassen? Sie hat abgelassen. Gut. Ha! Dieses fiese, miese, absolut unglaublich. Nee, ich kann gar nicht so viel Böses sagen. Das darf ich gar nicht hier bei YouTube. Gut, egal. Poncho Webereien. Zwei Stück. Dann können wir jetzt demnächst auch die Obreros holen. Und wir gehen mal nach Sassenberg und gucken mal, was wir hier noch verbessern können, wo wir noch irgendwas ausbauen können. Wobei wir eigentlich keine weiteren Artefakte oder ähnliches haben. Was ist hier los? Ich sehe nichts. Ich habe keine Leisten mehr. Obwohl die offensichtlich da sind. Das Spiel hat sich verbuggt. Nun, ihr könnt auch einfach ein Abo und ein Like da lassen. Dann haben wir es schnell hinter uns.